Und damit hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, zu meinem allerersten Let's Play hier auf diesem Kanal. Heute spielen wir Omsi 2, der Omnibus Simulator 2, heute aber nicht alleine, zusammen mit Martin76. Martin? Ja, ich habe doch schon Hallo gesagt. Ich habe jetzt aber erst bei der Aufnahme gestartet. Also, wie gesagt, wir spielen heute Omsi 2 auf der Karte Berlin-Spandau. Martin macht auch gerade ein Video und zwar auf der Karte BRT Berlin. Genau. Also, wenn ihr mal bei seinem Kanal vorbeischauen wollt, schaut einfach in die Videobeschreibung. Ganz oben ist er verlinkt. So, wir fangen jetzt mal an. Wie ihr seht, fahren wir bei ganz früher Morgen gegen 5 Uhr und ich würde sagen, wir gehen mal rein in die Kiste. Oh, ich hab keinen Bock. Ich hasse es, den Bus jetzt schon zu schildern, ey. Das ist doch voll die Kacke hier mit diesem LS und K-Eingabe, ey. Leck mich doch am Arsch, ey. Oh, ich hoffe, dass ich mir das richtig schildern tue. Das geht ja schon mal super los. Ich überleg gerade, ist die Route jetzt richtig? Moment, ich muss mal kurz gucken, wie er jetzt schildert. Also man merkt wieder, bei die Organisation bei Martin ist da. Die ist aber echt für den Arsch. Ah, der Bus läuft doch schon! Willst du, dass ich jetzt einen totalen Lachanfall kriege oder nachher? Du darfst immer einen Lachanfall kriegen, das ist bei mir ja nichts Neues. Aber ich habe noch 9 Minuten Verfrühung. Ich bin echt gut, ey, trotz den Probleme mit der Tonaufnahme hier. Ich warte hier die ganze Zeit und merke nicht, dass ich. Scheiße. Jetzt mache ich versichert die Elektrik aus. Och, leck mich doch am Arsch, ey. Ach ja, ich glaube, ich fahre jetzt auch mit Kollision. Das kann ja echt heiter werden. Denn im BBS war ich ja immer ohne. Das ist ja echt schon scheiße. Nämlich Martin fährt eigentlich nicht gerne um die 2 mit Kollision. Nämlich die Kollision ist echt von Arsch. Wir fahren heute die Linie 137 Umlauf 4. Wir starten früher morgen um 5 Uhr hier auf dem Betriebshof Spandau. Und ich würde sagen, schnacken wir nicht lange. Viel Spaß bei dem Video. Oh, viel Spaß, das wünsche ich euch auch und bei mir und bei Ben, ja, also eigentlich heißt er Lucky, oh, sag ich mal, Loki! Aber ein bisschen Ärger muss ja auch mal sein. Nee, muss nicht sein. Ach doch. Ich muss mal kurz gucken, dass ich hebe und So, ja, wollen wir mal hoffen, dass Omsi heute mal nicht abstürzt. Scheiße, ach so, das ist es doch. So, 115. Ich glaube, ich habe das Scheiße falsch geschildert, ey. Mensch, das ist auch voll. Das ist auch viel zu schwer für mich, ey, das Scheißding. Das kapiere ich nicht. Ah, die steigen eigentlich ein, die Pappnase, dann habe ich das jetzt richtig gemacht. Was für ein Bus fährst du denn? VDL. Ach so. Ja. Pillnitzer Weg. Sag mal Ansage, wer hat dir erlaubt abzuspielen, ey? Einmal mit Profis. Hat der letzte Kollege etwa wohl vergessen, richtig Betriebsfahrt zu schildern? Ey, ich glaub's nicht. Also diese Aufregung von dem Ben, das ist völlig normal in Omsi, der regt sich immer auf und sein Lieblingsfahrgast ist Manfred. Ich sag dir, wenn Manfred sich heute einmal über mein Fahrstil beschwert, ich fahre rechts ran, schildere Betriebsfahrt und fahre dann auf Leerfahrt von U-Bahn auf Rathaus Spandau zu Haneberg und dann von Haneberg Richtung Freudstraße. Das ist heute unser Programm. Ja, und da wünsche ich dir natürlich auch viel Spaß, Ben. Und wie ist das? Bleib locker. Ja. Ampel, so, ich endlich hab grün. Also, ich habe noch ein paar Minuten Zeit, sehe ich hier, aber ich werde gleich vorspulen.
Aber jetzt werde ich mir noch in Ruhe eine Zigarette anmachen. Ihr könnt es nicht sehen, weil mein Fabcam ist ausgeschaltet. Leider. Ach, Gott sei Dank, sage ich dazu nur. Ich glaube, mit der Sound des Voids. Ich glaube, fühlt mich der Benzin dafür, dass ich kaputt lache. Deswegen sag ich mal, nein, danke. Gut. Ach, wie geht das denn? Und ja, ich habe einen schweren Fuß, deswegen beachtet nicht die Geschwindigkeit. Ich brettere hier meistens auch mit 80 km/h durch Berlin. Also lasst mich in Ruhe, ich habe einen schweren Fuß. Und noch was, im BBS wird immer geblitzt in dem Betrieb, den wir hatten. Das heißt, die VBBH Bad Gülstorf, den gibt es nicht mehr. Und er war meistens Blitzerkönig. Musstest du das erwähnen? Natürlich muss ich das erwähnen. Hallo? Oh, ja, ich war doch ganz gerne immer Blitzerkönig. Ich habe mich so am Tag so um die 4 bis 5 Mal blitzen lassen. Einmal hatte ich sogar eine Leitstiftfahrt über eine Rechnung über 200 Euro gehabt. Aber nicht in meiner Leitstelle, sonst wäre er rausgeflogen. Denn ich hatte Leute in einer Leitstelle, die meinten, das zweimal ineinander machen zu müssen, habe ich die sofort während der Tour rausgeschmissen. Und das macht er knallhart. Ja. Also mit Martin ist nicht zu spaßen. Wenn er Stopp sagt, dann ist auch vermutlich Stopp. Ja, richtig. Man sollte es lieber nicht an die Spitze treiben. Korrekt, so, jetzt fahr ich eigentlich hier los. Du fährst jetzt erst los? Ich bin jetzt schon fast an meiner Starthaltestelle. Ich bin ja an der Starthaltestelle. Ich fahr jetzt, Verdammt, er hat ab hier. Ein ganzes Stück Vorsprung. Welcher Straße ist meine nächste Haltestelle? Hm. Ja, ich fahr ja nicht vom Betriebshof aus, denn ich hasse die Aus- und Einrückerei. Den Stress hatte ich gestern auf der Leitstelle. Ein Rücker. Aber es macht mir nichts aus. War eine schöne, stille Kultur. Und ich wurde gestern auf der Leitstelle nicht einmal geblitzt. Oha, so viel krank. Michael lässt sich auch nämlich ganz gerne mal blitzen. Falls ihr noch mehr Videos von OMSI 2 oder sonstigen Let's Plays oder Gaming-Videos sehen wollt, dann schreibt es mir am besten gerne in die Kommentare. Ich werde nach jedem Video die Kommentare durchlesen und, wenn ich es auch schaffe, darauf antworten. Und wenn euch die Videos gefallen, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke und macht dasselbe bei Martin. Ansonsten werde ich euch besuchen und werde es persönlich machen. Ben, für den Hinweis, das gleiche gilt auch für meine Zuschauer und natürlich auch, geht auch dann mal auf Bens Kanal, den Link werde ich in der Videobeschreibung mal mit reinnehmen. Ich natürlich auch von ihm. Und dann könnt ihr mal schauen, wie wir OMSI machen. Ich sag euch, mein Fahrstil ist schlimmer als Martin seiner. Ich denke, Martin hält sich bestimmt an die der Geschwindigkeit. Ist ja auch kein Wunder, er ist ja auch ein Streber. ja. Aber ich fahre jetzt mit Kollision und vielleicht haut auch was nicht hin. Und ja, falls ihr es mitbekommen habt, ich liebe Haltestellenbremsen. Also wenn ihr bei mir bei OMSI 2 zuschaut, wenn ich irgendwo stehe, mache ich immer die Haltestellenbremse rein. Immer. Mach ich auch. Ja, ich benutze für den Fahrstandverkauf immer die Tastatur, weil ich keinen Bock habe auf Rechnen. Das muss bei mir immer Set gehen, ziemlich zügig. Also ich mache es so, Fahrschein über den Drucker geben, Wechselgeld über Tastatur. Nämlich, ich bin ein kleiner Faulpelz, gebe ich offen und ehrlich zu. 137. Oh, hier ist 30 erlaubt, wie viel fahre ich? 30. So 5 Minuten 9 und genau jetzt habe ich Abfahrt. A
Alles klar. Ich war 40. Oh, aber der, den VDL, den hörst du gar nicht. Das ist richtig schön leise. Mein Bus hört man natürlich. Schön Euro 6 Mächte. Ja. Oh, mach so. Hinne da vorne, du doofer Kollege. So, meine Leute, ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, ob ihr die Karte in meinem Video sehen könnt, deswegen habe ich eine Hilfszeile an. Tag. Boah, die Heizung bleibt aus, ey. Einmal normal. Und der erste Fahrgast will von mir einen Fahrschein haben. Einmal normal, 3,50. Danke. Guten Morgen. Eine Fahrkarte. Guten Tag. Auch lange nicht mehr gemacht, 2 Jahre ist es jetzt her. Und davon fehlt ein Video, das ist mir leider abhanden gekommen. Das war auch mit einem Bus aus der Hamburger Stadtbusfamilie. Danke. Auf Städtetrack und die Folge war richtig genial. Ich habe mich komplett verfahren. Ja, aber leider ist mir das Video abhanden gekommen und ja. Eine Scheiß halt. Ein Freund von mir wollte gerade ein Video hochladen. Wollte gerade auf sein PC ein Video hochladen, danke. Hat er die SIM-Karte in sein PC SIM-Karten-Slot reingesetzt und statt dass der PC die SIM-Karte aufruft, hat der PC von meinem Freund einfach die SIM-Karte gebrutzelt. Dann waren seine ganzen Aufnahmen futsch. Ja, man kann dafür auch sagen, im Arsch. Ja. Brunsbütteler Damm. Wohlebener Straße. Wer hat denn da jetzt schon wieder gedrückt, ey? Spielkinder! Gibt's doch gar nicht. Ja, ist immer ein Meckern der Ben, das ist nichts Neues. Halt die Klappe da drüben. Ich bin halt ein strenger Busfahrer. Mir fällt gerade auf, ich hab... Boah, fahr ich wieder Autos. Haltet mal die Klappe da hinten, ihr könnt mal selbst fahren! Morgen! Schnauze! Hallo! Also, Schnauze! Normal, der meckert mit einem jedem auch mit dir! Sie wollen einen Fahrschein in die Hölle, können sie haben! Hier, bitteschön! Und jetzt, unser ab! Oh, jetzt habe ich schon den Namen für die Folge! Fahrschein in die Hölle bei Ben! Ich glaub, es geht los hier! Na klar, Ben, du gibst mir immer die besten Vorlagen. Ziegelhof. Ich hab einen Haltefunsch, sowas mag ich aber auch nicht. Obwohl, ich mach die hintere Tür schon immer automatisch mit auf. Das ist bei mir macht er Gewohnheit. Ja. Aber Mann, ey, diese Corona-Situation wird immer schlimmer. Es macht langsam echt keinen Spaß mehr. Echt. Das stimmt. Wenn es so weitergeht, dann werde ich mir ein Messer nehmen und mich erstechen. Was fällt der Scheiße? Oh, nee, Schnauze Ben. Da hinten, ihr doofen Fahrgäste! Könnt ihr mal selbst fahren. Einmal nochmal, bitte. Ein Fahrschein in die Hölle können sie haben, mir bitteschön. Und abhauen. Einmal nochmal, bitte. Wieder ein Fahrschein in die Hölle können sie haben, bitteschön. Viel Spaß in der Hölle, danke. Wünsche ich Ihnen. Ja, weil bei Omsi ist immer diese scheiß Laderuckler, oder dass Omsi komplett abstürzt. Ja, das macht Omsi ganz gerne und das nervt auf Dauer echt. Ja. Bleib stehen, du scheiß Bus! Ja, halt die Klappe, das ist eine rote Ampel, halt das Maul, Manfred, ey! Natürlich habe ich den gefunden, hallo? Ich habe den auf eine ehrliche Art gemacht. Ja, in echt habe ich den ehrlich gemacht, aber in Omsi habe ich den gefunden.
Bestimmt bei der Lotterie, richtig? In der Bayer Buslotterie. Ja, und wenn man so weit aufnimmt, wenn man nicht über jeden Scheiß labern, auch über Scheiß Corona und Co. Aber auch über lustige Sachen halt. Wie beispielsweise, dass Manfred bald heiraten wird. Bestimmt seine Frau ihn bestimmt ihn das mit ihm keine Kinder erzeugen wird. Und ihr vergesaltet jetzt eure Klappe, sonst könnt ihr nach Hanneberg laufen. Morgen. Oh Gott. Ja, ich habe mal wieder einen Laderuckler. Es ist ja nichts Neues in Omsi. Vielleicht schützt auch mein Omsi mal wieder. Ach, doch nicht ab. Ich hasse zwar schon Verkauf, ey. Mach ich das mal aus. Und eine kleine Information vorab. Ich habe ab jetzt einen Discord-Server, wo ich tagtäglich online bin. Falls ihr dort mal ganz gerne vorbeischauen wollt, Link unten in der Videobeschreibung. Von dort aus können wir auch ganz gerne schreiben. Ihr könnt mir Freundesanfragen schicken und wir können auch gerne mal zusammen zocken. Also, wenn ihr auch Lust habt auf den Discord-Server, einfach unten in die Videobeschreibung gucken. Dort ist alles verlinkt. Bei mir. Ich habe auch einen Discord-Server und den Link muss ich erstmal raussuchen, der darauf stehen bleibt. Falls ich nicht daran denken werde, einen Link in die Videobeschreibung zu packen, guckt einfach bei Kanalinfo. Da habe ich einen dauerhaften Link reingesetzt. Einfach draufklicken, wenn ihr noch Discord noch nicht habt. Installieren ist komplett kostenlos. Ihr bezahlt keinen einzigen Cent für gar nichts. Und dort einfach den Discord-Server beitreten, die Regeln bestätigen und schon habt ihr Spaß mit mir auf meinem Discord-Server LuckyZock Gaming. Also, ich wünsche euch viel Spaß dann auf dem Discord-Server. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Ich bin auch immer dann auf dem Server drauf, weil wir hier auf seinem Server die Aufnahme machen, dass sie nicht gestört werden bei den Backnasen, die bei mir auf dem Server rumlaufen. Ich, bei ihnen sind die manchmal etwas ein bisschen schön im Kopf. Ich will lieber das Schimpfwort lieber nicht aussprechen. Ja, einfach Punkt, 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 Punkt. Mein Gott, was ist los da vorne? Boah, ey. Scheiß Berliner Verkehr, ey. Stau? Ja. Aha. Lach nicht. Ich hab keinen Stau. Ich hab komplett die Straße frei. Muss man nach Rudim fahren, da ist auch Stau. Nämlich er fährt gerade tagsüber und ich fahre früh morgens. Ah, und ich merke, dass wir meinen größeren Fehler nicht machen. Und er fährt mit Kollision das erste Mal nach Ewigkeiten. Und ich fahre ohne. Ja. Jetzt fahr zu, da vorne, Dover 2er Golf. Normalerweise würde ich so bei den Fahrzeugen so durchfahren, wenn ich ohne Kollision fahre. Ah, wo bleibt denn deiner Spaß in der Aufnahme, wenn ich den Unfall baue? Oh, die fahren mich einfach in der Karre rein. Ich habe mit dem Boss heute noch einen Unfall. Einen schönen. Nein, das hoffe ich natürlich nicht vor. Doch, das hoffen wir alle. Hallo. Also, ich gehe jetzt hier auf der Busspur. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Oh, sogar passend. Das ist das erste Mal. Und ich habe eine Minute 30 Verfrühung. Alles klar. Eine Kurzstrecke, bitte. Einmal warum Kurzstrecke, 2,30. Alter, sind die alle doof? Warum stehen die hier alle so blöd rum, die scheiß Autofahrer? Sind die alle besoffen, ey? Und falls ihr es noch nicht in den Nachrichten bekommen habt, John Biden hat die US-Wahlen gewonnen. Und Trump muss leider aus Weißer Haus raus, aber er will irgendwie nicht. Und deswegen wird das auch sehr, 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 sehr lustig werden.
wie das im nächsten Jahr ablaufen wird. Und ich bin auch gespannt, wie sich Corona weiterentwickeln wird. Ich hoffe, es wird bald ein Ende nehmen. Nämlich mir fehlt echt die alte Zeit ohne diesen doofen Midnight-Stieg mit dieser doofen Maskenpflicht. Richtig. Und diesen doofen Lockdown-Light oder so, wie der Scheiß heißt. Langsam wird das echt nur noch schlimmer. Bloß, ja. Bloß ja, weil sich manche Idioten nicht einfach an die Regeln halten können. Richtig. Was haben sie nun davon? Jetzt ist alles zu und jetzt müssen sie zusehen. Bloß ja, weil sie sich nicht an die Regeln halten können. Ja, so sieht es aus. Ja, ich habe ja seit Corona ist, habe ich Kurzarbeit. Dann auch. Bei mir ist in der Schule so, es gibt sehr viele Hygieneregeln und die nerven nur noch. Frühmorgens, wenn man zur Schule kommt, muss man, wenn man das Gebäude betretet, wird man von der Krankenschwester die Hände desinfiziert. Und dann darf man nur durch das Gebäude laufen mit Maske. Wenn man dabei erwischt wird und man mehrfach von den Lehrern erwischt wird, ohne Maske durchs Gebäude zu laufen, ist ein Schüler von mir passiert, wird er von der Schule suspendiert. Und das ist echt nervig. Und wenn man rausgeht, damit man auch wirklich nicht an jeder einzelnen Tür sich durchdrängt, wurde der Haupteingang, ist jetzt der Haupteingang nur noch der Eingang und die Notausgänge sind jetzt für einzelne Klassen die Ausgänge. Damit man sich auf einem einzigen Gang sich nicht auftrödelt. Und die Lehrer wollen natürlich, dass man möglichst einen Abstand von 1,50 Meter einhält. Also da auf den Trick sagen, 2 Meter ist okay. Einmal kurz stecken. Ja, ist klar, auch mal gut, dass du wieder auf so Reihe mit deinem Fahrschein. Ja, ich merke auch ganz gerne. Und mir sagen, ich bin die ganze Zeit am Rummeckern. Also der Ben meckert mehr als ich. Bitte was? Ich und Becker? Nein, ich doch nicht. doch? Nein, ich doch nicht. Martin, du lügst. Du bist hier der Mann, der nur am Rummeckern ist. Meckern hier, meckern da. Nur über Manfred am Meckern. Dabei ist Manfred doch so ein lieber Charakter, der sich manchmal hin und wieder mal beschwert, die man manchmal einfach nur einmal aufs Beep hauen kann. Oder möchte, besser gesagt. Ja, aber man merkt ja schon seine Stunde an, wie er sich aufregt. Gut, passt, die doofen Fahrgäste, haltet eure Beep. Ja, mein Fan muss immer ein Beep rein und von mir ein Beep. Straße so, gleich die Tour geschafft. 446. Das war jetzt natürlich nur die kurze Version. Wenn ihr die lange Version von der 137 sehen wollt, dann bleibt auf dem Kanal dran, denn die lange Version kommt noch. Ja, Manfred, wozu gibt es schließlich Lotto? Wo man den Führerschein gewinnen kann. Und natürlich das Casino. Und Martin, wo kann man noch Führerscheine gewinnen? Mir ist da gerade was entfallen. Oder habe ich alles gesagt oder habe ich irgendwas vergessen? Bei der Buslotterie. Stimmt, bei der Buslotterie, wo ja Manfred arbeitet. Ja. Stimmt, der Manfred hat ja keine Arbeit, deswegen trägt er auch immer nur dieselben Klamotten. Pilnitzer Weg. Alter, seit blink ich jetzt nicht und jetzt blink ich, was ist mit mir los? Bin ich doof? Ja, bist du. Scheiße, wie geht der Blinker wieder aus? Ah, okay. Ups. Also ich mache keinen Blinker mehr an. Wieso?
ist er. Hanneberg. Endlich. Bitte aussteigen. Da war ich ja gerade bei Aldi und da ist so ein Typ einfach auf dem Mutter-Kind-Parkplatz draufgefahren und hat da geparkt. Bin ich unverschämt zu etwas. Ja, so sind eben halt manche Leute. Ja. Aber weißt du, was ich richtig witzig fand? Ich habe zuletzt Among Us gezockt auf dem Handy. Vor mir war ein Spieler und davor war der Imposter. Der Imposter hat vor meinen Augen einen Spieler gekillt. Ich wollte auf den Knopf drücken, er war aber schneller. Und die ganzen Spieler sagen, dass ich es bin, der der Imposter ist und schmeißen mich dann raus. Ah, Arschlöcher. Ja, und heute beispielsweise war ich in einer Public Lobby. Imposter hatte gar keinen einzigen Kill gemacht und trotzdem haben mich die Leute rausgeschmissen. Obwohl ich gar nichts gemacht habe. Ich habe mich eigentlich wie ein normaler Kühlmit verhalten, obwohl ich Imposter war. Und trotzdem haben sie mich rausgeworfen. Alles klar. Was für ein Scheißspiel. Aber trotzdem, es macht Bock. Ja, beim Samstag Leitstelle auf Berlin-Spandau. Extra nur für dich. Ui, darauf freue ich mich. Aber leider, ich würde ja ganz gerne den Livestream machen. Das ist aber leider verboten. Ja, richtig. Denn da schreibe ich immer rein in der Beschreibung, dass es verboten ist und wer sich nicht dran hält, der kriegt von mir ein Maul. Und zwar zack, zack. Ah, da bin ich ziemlich aggro, der Lappen. Aber ganz ehrlich, ich kann den Ben leiden. So, Schicht im Schacht hier. Ach, bis einer Endhaltestelle? Ja. Da, ich werde heute mal die Folge mal durchziehen. Obwohl meine 25 Minuten schon erreicht sind. Aber ich war heute mal zu Ende. So, Leute. Das war's vom heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war zwar bloß ein kurzes, aber gebt mir eine Chance. Es ist mein erstes. Und dafür, dass es mein erstes Video war, fand ich, es war nicht schlecht. Ich hoffe, ihr seid meiner Meinung. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert doch ganz gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Ciao, ciao. Tschüss.